Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 90. Spannend, diese Zahl 90 war. Heute spreche ich darüber, dass ich jetzt 60 Jahre alt geworden bin am letzten Sonntag, am 16. Februar 2020. Und ich möchte in dieser Episode mit euch die Lessons Learned teilen aus 60 Lebensjahren. Bleibe also dran, wenn dich das interessiert. Finde heraus, was dich gesund, glücklich und erfolgreich macht und dann setze es in die Tat um. Mithilfe dieses Podcasts wird dir das auf jeden Fall besser gelingen. Willkommen im Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast von und mit Dr. Martin Vicier. Dein Podcast, in dem es nicht nur um Know-how, sondern vielmehr um Do-How geht. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Vor ein paar Wochen habe ich einen Polizeikollegen getroffen. Ich war ja mal 16 Jahre lang Kriminalbeamter. Und der sagte, Mensch, Martin, ich gehe bald in Pension. Wie lange machst du denn noch? Und dann sagte ich ihm, ich habe das Gefühl, ich fange gerade erst an. Und so mit 60, da sagen ja viele, oh, da ist man schon so alt. Meine Kinder sagen immer, Spaß, aber Papa, ab heute bekommst du den Seniorenteller oder den Seniorenrabatt. Aber Spaß beiseite, aber auch mit viel Humor und Leidenschaft und Freude möchte ich mit dir in dieser Episode so meine Lessons Learned teilen. Und als ich diesen Podcast vorbereitet habe, da habe ich mich dann auch gefragt, wenn du nur zwei nennen dürftest, was würdest du dann als Lessons Learned sagen? Und ich sage euch sie direkt am Anfang. Und der erste ist Achtsamkeit. Das ist meine wichtigste Lessons Learned. Nämlich Achtsamkeit heißt, ich werde mir meiner Gedanken bewusst, ich werde mir meiner inneren Impulse bewusst, aber ich bin auch achtsam für den Augenblick, ich bin achtsam für den Menschen, mit dem ich gerade zusammen bin, mit dem ich spreche, mit dem ich mich in einem Raum befinde. Und erst die Achtsamkeit versetzt uns in die Lage, dann die Richtung zu wechseln. Und zwar in die Richtung, in die wir wollen. Und jetzt wird es dich wahrscheinlich interessieren, was das Zweite ist. Nein, ich warte nicht bis zum Ende des Podcasts, sondern hier ist die zweite wichtige Erkenntnis und die ist Fokus. Fokus, Fokus, Fokus. Was sind die Dinge, die du erreichen willst? Was sind die Dinge, die du umsetzen willst? Und sich immer wieder die Frage zu stellen, ist das, was du jetzt gerade tust, wichtig und zahlt es auf das ein, was du erreichen willst? Wenn nein, sein lassen. Und wenn man den Fokus verliert, sei das zum Thema Bewegung, Ernährung, Entspannung, in Bezug auf die persönlichen Ziele, auf Akquise, auf Mitarbeiterführung, auf Beziehung. Egal in welchem Bereich du einen Fokus hast, wird sich auch die Energie dahin richten. Ja, jetzt könnte ich ja eigentlich schon den Podcast beenden. Das wäre wohl der kürzeste von allen. Aber wenn ich nur 4 Minuten hätte, dann wären das die 2 Dinge. Aber es gibt noch ein paar andere, die ich mit dir teilen möchte. Und ja, vielleicht werden irgendwann meine Kinder diesen Podcast hören, wenn ich nicht mehr bin. Aber das ist ja auch immer ganz schön, wenn man die Dinge an die nächste Generation weitergeben kann oder in diesem Fall an euch. Weil ich habe die gute Erfahrung gemacht, man muss eigene Erfahrungen machen, aber man muss nicht alle Fehler machen. Und auf Menschen zu hören, die gute Erfahrungen gemacht haben und dann das mal zu versuchen, wie zum Beispiel das Buch, das ich gelesen habe, The Miracle Morning, und dann eben mal morgens eine Stunde früher aufzustehen, es mal versuchen. Und viele Seminarteilnehmer sagen, ja, Herr Vicier, Sie haben uns da einen Impuls gegeben und es ist die nächste Lessons Learned, zu meditieren. Und einige rufen mir dann zu und gestern habe ich noch jemand hier in Berlin getroffen, der sagte, ja, Herr Vicier, Sie haben mir das damals empfohlen. Ich habe dann eine längere Zeit mit gehadert, aber jetzt meditiere ich jeden Tag und es tut so gut. Ich wollte Ihnen nochmal Danke sagen. Ja, das ist die Lessons Learned Meditation. In der Stille findest du die Antworten. Du findest die Antworten auf deine Fragen, nicht in der Hektik, nicht in den sozialen Medien, sondern du findest sie in der Stille. Und es tut mir jeden Morgen so gut,
mein tibetisches Heil-Yoga zu machen und danach zu meditieren und zur Ruhe zu kommen, aber auch zu beobachten, wie unterschiedlich jeden Tag der Geist am Arbeiten ist. Und das macht er den ganzen Tag über. Und ich weiß einfach, wenn ich das morgens getan habe, beginnt der Tag anders. Und auch heute Abend, wenn ich zurückfliege im Flieger, nutze ich die Zeit, Kopfhörer auf, Canceling, Noise Canceling, dann Meditationsmusik und dann einfach in die Ruhe gehen, in die Stille gehen. Bewusst nicht schlafen, sondern meditieren. Ich kann dir nur zurufen, ich rufe es meinen Kindern zu, ich rufe es jedem zu, der es hören will. Es ist so genial, es kostet dich nichts. Ja, du kannst es überall tun. Es geht einfach nur darum, deinen Atem zu beobachten. Ja, was ist die nächste Erkenntnis? Ist Geist, Körper und Seele sind eine Einheit. Geist, Körper und Seele sind eine Einheit. Ja, oft schreit die Seele und dann will man nicht hören. Also ich spreche von unseren Sehnsüchten, von das, was in uns auf Entdeckung wartet. Und dann zeigt es uns oft der Körper. Aber auch wenn etwas aus Balance gerät. Ich lese gerade das Buch Peak Performance. Und da ist immer wieder die Rede von in Balance. Das heißt, wenn wir zu wenig schlafen, dann haben wir Konzentrationsstörungen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Durchschlafstörungen, Magenbeschwerden, Reflux, alles, was es da gibt. Und das zeigt immer wieder, es ist eine Einheit. Das heißt, du kannst auch mit deinen Gedanken dich nervös machen, ja, aber du kannst dich in deinen Gedanken auch beruhigen. Und den Geist bewusst einzusetzen, und dazu braucht es natürlich wieder Achtsamkeit. Die nächste Erfahrung ist, Glaube versetzt Berge. Das heißt, die Glaubenssätze über mich und die Welt bestimmen mein Verhalten. Und leider bin ich viel zu lange auf Glaubenssätze hereingefallen oder habe mich von Glaubenssätzen leiten lassen, die ich mir selber nie auf die Festplatte geschrieben hätte. Es waren eben Überzeugungen von anderen über die Welt und mich, aber es war nicht meine Wahrheit. Und das ist die stärkste verhaltenssteuernde Kraft, die du hast, die Glaubenssätze, die Überzeugungen, die du von dir und der Welt hast. Und wenn du diesen Podcast nur zum Anlass nimmst, einfach mal drüber nachzudenken, was glaube ich von mir und von der Welt, und hätte ich diese Überzeugungen auf meine Festplatte geschrieben, wenn ich dabei hätte mitbestimmen können? Leider allzu oft nicht. Und wenn ich daran denke, dass ich weiß, wie Uhu schmeckt, weil meine Kindergärtnerin mir den Mund mit Uhu zugeklebt hat, weil sie mir gesagt hat, ich rede zu viel, dann sind das Überzeugungen, die dann in frühester Jugend entstehen, die leider nie mehr in Frage gestellt werden. Aber hurra, es gibt ja die Möglichkeit, über sich selbst nachzudenken, und das ist meine Mission, auch in diesem Podcast dir zuzurufen, deine Gedanken sind frei. Du hast die Chance, in Zukunft anders zu denken und wieder die Regie zu übernehmen. Ich habe hier so ein Mindmap gemacht und schau da mal drauf. Das nächste Wort, was mir ins Auge fällt, ist Intuition. Ich durfte die Erfahrung machen, mich auf meine Intuition zu verlassen. Intuition sind oft Geistesblitze. Also waren das Namen, die mir während einer Autofahrt auf einmal in den Kopf kamen, und ich habe angerufen und Leute sagten, ja, Herr Wittscher, ich habe gerade an Sie gedacht, wir wollten Sie wieder buchen. Menschen, die gesagt haben, ich brauche gerade deine Hilfe. Geistesblitze schreibe ich mir auch auf. Heute Morgen bei meinem Heil-Yoga kam auch wieder so ein Geistesblitz, und da steht jetzt hier auf meinem Blatt neben mir die Gedankenpolizei. Ne? Also auf einmal kam so dieses Thema, du hast mal Polizist und halt, was denken Sie gerade? Also das war so eine Intuition, ich habe mir die aufgeschrieben und ich werde die in den Vortrag einbauen. Also beobachte dich mal bei Gedankenblitzen. Wenn du Gedankenblitz hast, nicht wenn du irgendwas nachdenkst und an einen Punkt kommst, sondern du sitzt irgendwo und auf einmal macht so tschsch, und das schreib dir auf, weil das ist Intuition. Dann hier steht hier als nächstes lebenslanges Lernen. Hermann Hesse beschreibt es in einem Gedicht, so lass uns Raum um Raum durchschreiten, in dem Gedichtstufe. Lebenslange Lust darauf zu haben, noch etwas Neues zu lernen, Neues zu erkunden. Also ich werde jetzt zum Beispiel in den Osterferien einen Hypnosekurs machen. Immer wieder tiefer bohren in meinem Spezialgebiet, was es da heißt, menschliches Verhalten
zu verändern in die Richtung, in die wir es haben wollen. Ich habe immer ein Buch dabei und ich kann dir auch nur zurufen, fang an zu lesen. Das nächste, was hier steht, ist, bring zum Leben, was dir gegeben. Finde deinen Weg und gehe deinen Weg. Ja, ich bin so gesehen das beste Beispiel zum Thema Glaubenssätze. Ich hatte die Überzeugung, eine Lebzeitbeamtung darf man nicht aufgeben. Und aber in mir war die Sehnsucht, etwas anderes zu tun, mehr von dem zu tun, was mich ausmacht, also wo meine Talente und meine Begeisterung zusammenfinden. Und das ist das, was ich heute mache, jeden Tag. Und ich kann nur jedem zurufen, und das ist eine Lessons learned, früh genug damit anzufangen. Ich war nach 2 Jahren bei der Polizei, wusste ich, ich will was anderes machen, aber die Überzeugung, eine Lebzeitbeamtung gibt mir nicht auf, hat dafür gesorgt, dass es erst 12 Jahre später oder 14 Jahre später erst passiert ist. Was ist die nächste Lessons learned? Die größte Sicherheit erfährt der Mensch, wenn er lernt, mit Unsicherheiten umzugehen. Meine Lessons learned ist, es gibt keine Sicherheiten, vergiss es. Es gibt keinen sicheren Beruf. Du kannst deinem Hund nicht versprechen, dass du morgen noch lebst. Dein Partner kann dich verlassen. Deine Kinder wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. All das weißt du nicht. Jetzt geht hier gerade der Coronavirus um. Wir sehen auf einmal, über Nacht verschwinden Sicherheiten, Fluglinien fliegen gewisse Ziele nicht mehr an, Vorträge, Kongresse werden abgesagt. Und das ist das Schöne, wenn du in dir die Sicherheit spürst, wenn du sagst, ich weiß, was ich kann und ich weiß, wo ich stehe. Und ich weiß, dass ich all das, was kommt, annehmen kann, nicht akzeptieren, annehmen und damit umgehen, weil ich einen Stand habe, weil ich standfest bin, dann ist das die größte Sicherheit. Nämlich zu wissen, egal was passiert, ich werde mein Bestes geben und ich werde es annehmen. Diese Haltung hat mich sehr, sehr weit gebracht. An den nächsten Lessons learned ist, Freundschaften tragen durchs Leben. Es gibt alte Freundschaften, die ich schon seit langem pflege und ich merke, es ist so schön, zu einem Hörer zu greifen und eine Stimme zu hören und in Bruchteilen von Sekunden hat man ein Gefühl von Vertrautheit, man muss sich nicht erklären. Da ist keiner, der sagt, warum meldest du dich nicht, weil das zeichnet Freundschaften aus. Und das ist ein Teil vom Glück. Ich sehe es bei meiner Schwiegermutter, die telefoniert mit ihrer Jugendfreundin, die ist jetzt 84. Also die kennen sich, glaube ich, schon 78 Jahre, telefonieren jeden Tag miteinander und sie ist jedes Mal glücklich nach diesem Telefonat. Freundschaften tragen durchs Leben. Ja, auch eine Lessons learned ist, ja, Menschen zu befähigen. Da steckt das Wort fake drin. Also das heißt, nicht Menschen überzeugen, auch als Führungskraft sondern, und auch als Eltern, sondern die Fähigkeiten, die derjenige hat, herauszukratzen, mit ihm herauszuarbeiten, ihn zu ermuntern, die zu leben, das verstehe ich unter befähigen. Und das finde ich eine ganz wichtige Erfahrung und nicht überzeugen, etwas zu sein, was man gern hätte, dass der andere wäre. So hat ja auch mein Mentor mir damals gesagt, du kannst die Menschen nicht lehren, du kannst ihnen nur dabei helfen, das zu entdecken, was in ihnen auf Entdeckung wartet. Ja, was ist noch eine Lessons learned? Eine weitere Lessons learned ist, es ist so gut, ein Mission Statement zu haben, wo Werte, Talente und Leidenschaft verschriftlich sind und zusammenkommen. Also was ist deine Lebensaufgabe? Und die muss für dich wichtig sein. Und ich habe für mich festgestellt, ich möchte einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen ihr wahres Potenzial, ihr wahres Selbst erkennen, lieben, was sie finden und das Leben dem Ausdruck verleihen. Und das finde ich so genial und das habe ich mir auch verschriftlicht und das ist für mich so die Richtschnur in meinem Leben, wenn ich mich frage, was tust du, wo willst du dich weiterentwickeln? Eine weitere Lessons learned ist, den Mut zu haben, für etwas zu stehen. Und das heißt auch automatisch, ich stehe gegen etwas. Weil das ist immer, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und das auch auszuhalten. Ja, es wird Menschen geben, die das anders sehen, die eben nicht wertschätzend ohne Einigkeit leben. Aber auch zu sagen, wenn ich für etwas stehe, bedeutet das auch den Mut und es auszuhalten, dass es
andere gibt, die das anders sehen. Aber deswegen bist du nicht falsch. Weil es ist ein Trugschluss zu glauben, dass ganz viele Leute das super toll finden oder alle Menschen auf dieser Welt. Und von daher rufe ich dir zu, mach dein Mission Statement, frag dich, wofür du stehst und steh dafür und halt auch aus, dass es den einen oder anderen Hater gibt. Übrigens, wenn du viele Hater hast, dann weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist. Eine weitere Lessons Learned ist, wer gibt, dem wird gegeben. Das ist ja eins der 7 geistigen Gesetze. Deepak Chopra hat da ein wunderbares Buch zugeschrieben, kann ich nur empfehlen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich bedingungslos gebe, das heißt, mein Geben nicht an eine Bedingung knüpfe, kommt es oft aus einer ganz anderen Richtung wieder zurück. Aber dieses Geben, und sei es auch nur ein freundliches Wort oder heute Morgen hier im Hotel der Putzfrau einfach Dankeschön zu sagen, dass sie hier für uns sauber machen, mir ein Lächeln schenken. Es muss ja nichts immer Physisches sein. Und das Lächeln, das dann von ihr zurückkam, hat es mir heute Morgen auch nochmal gezeigt. Ein nächster Lessons Learned ist, ab heute lasse ich mir von mir nicht mehr alles gefallen. Das war ganz spannend. Heute Morgen klingelt um 6 der Wecker. Ich bin hier in Berlin und ich laufe dann gerne mal zum Brandenburger Tor von meinem Hotel aus. Und da war mein Schutzengel Angela und die sagte, Martin, bleib liegen. Es ist so schön warm hier und du bist ja noch ein bisschen müde. Und dann daran zu denken, gestern Abend habe ich mir für 6 Uhr den Wecker gestellt, weil ich liebe es zu laufen. Und dann zu sagen, ab heute lasse ich mir von mir nicht mehr alles gefallen. Das heißt, ich bestimme, was ich denken will und ich gebe mir einen neuen Impuls. Ich gebe mir einen Impuls. Und dieser Impuls war, ich denke daran, wenn ich wieder hier zurückkomme ins Hotel und mich gut fühle. Und ich denke daran, wenn ich ans Brandenburger Tor anschlage. Und das im Griff zu haben, das ist so genial. Und dazu gehören auch die inneren Antreiber. Also auf meiner Webseite www.martinwitsche.de kannst du dir den Test der inneren Antreiber unter dem Bereich gratis downloaden. Die zu erkennen, hat mir auch sehr viel geholfen. Nämlich auch zu erkennen, ich bin bedingungslos liebenswert und achtenswert, weil ich bin, wie ich bin. Ich muss keine Bedingungen erfüllen. Ich muss nicht erst lieb und nett sein oder perfekt oder stark. Ich brauche keine Bedingungen zu erfüllen. Also von daher, das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung. Ja, die letzte, die ich jetzt erst bekommen habe, die ich aber so nie benennen konnte, aber Ray Dalio schreibt es in seinem Buch, die Gesetze des Erfolges, wertschätzende Uneinigkeit. Ich finde diesen Begriff so toll. Wertschätzende Uneinigkeit. Einfach zu sagen, ich bin anderer Meinung, aber ich sage nicht mehr aber, sondern ich sage, spannend, dass du die Welt anders siehst als ich und interessiert auf die Welt des anderen zuzugehen. Ja, und dann steht hier noch ein Satz, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Ja, das war meine Lessons Learned. Ich habe sehr lange mit meiner Kindheit und mit meinen Eltern und der Vergangenheit gehadert. Aber als mir dann jemand mal sagte, du hast dir das vielleicht auch ganz bewusst ausgesucht, um zu wachsen in diesem Leben. Also wenn jemand an Wiedergeburt glaubt, dieser Mensch glaubte an Wiedergeburt, dem er das gesagt hat. Und da hat sich bei mir durch diesen Perspektivenwechsel ganz viel Positives ergeben. Nämlich zu sagen, ich habe mir das selber ausgesucht, um zu wachsen. Ich habe mir das ausgesucht, um dann ja, meine Mission zu leben, nämlich ganz vielen Menschen zu helfen, die leider zu lange unreflektiert, leider war kein Schulfach, auch nicht in der Uni. Doch es gibt eine Universität, da wird das gelehrt, das ist nämlich die Cologne Business School, da bin ich nämlich Dozent im Masterstudiengang bei den BWLern und da lehre ich das und die nehmen das super gerne auf. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Du hast die Chance, eine Festplatte neu zu bespielen. Das ist eine Herausforderung, das ist eine teilweise Lebensaufgabe und dazu braucht es wieder Achtsamkeit. Aber es ist möglich. Die Entdeckung des freien Willens, ja, eine für mich der größten Errungenschaften der letzten 200 Jahre. Was steht hier noch? Mut heißt Handeln trotz Angst. Ja, Angst ist kein guter Berater. Angst hilft, wenn man vor einem Abgrund steht, vorsichtig zu sein. Aber mutig voranzugehen, zu sagen, und wenigstens versuche ich es mal. Ja, das war auch, als ich mein erstes Buch schreiben wollte,
Und ich dann gelesen habe, dass jeden Tag in einem Verlag über 100 Leute anrufen und fragen, ob sie ein Buch veröffentlichen können. Und ja, dann auch die Zweifel und ja, soll ich das machen? Aber dann zu sagen, ich mach's einfach. Ich fange jetzt einfach mal an zu schreiben. Und auf dem Weg dahin, ich habe das ja mal im anderen Podcast erzählt, hat dann mein Lektor gewechselt und der Nächste sagte dann beim ersten Gespräch, ach wissen Sie, so ein Buch braucht die Welt nicht mehr. Und ich weiß noch, nach diesem Gespräch bin ich rausgegangen, bin in den nächste Café und habe mir meinen Rechner aufgemacht und habe weitergeschrieben. Ja. Und das Spannende war dann, ich steige dann in den Zug in München. Das Gespräch war in München und just dann steigt dieser Lektor, eine Lektorin war es, die Frau Traub, in diesen Waggon ein. Und wir haben uns bis Stuttgart unterhalten und dann hat sie gesagt, ja, jetzt habe ich verstanden, worum es ihm geht. Und wir haben das Projekt zusammen gemacht. Aber auch bei der Polizei zu kündigen, es gibt eben keine Sicherheit, eine Lebenszeitbeamtung aufzugeben, vor 5 Jahren nochmal komplett den Wohnort zu wechseln, nach Bonn zu ziehen, sich jetzt mit Online-Marketing zu beschäftigen, mit den neuen Medien und mit all den vielen neuen Dingen, die noch kommt. Wie schrieb mir jemand zum Geburtstag, lieber Martin, wärst du im Schichtdienst geblieben, wärst du in 4 Wochen in Pension? Und dann habe ich geschrieben, ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, mein Leben fängt gerade erst an, ich kann mir gar nicht vorstellen, auszuhören. Ja, dann steht hier noch das Wort Resonanz. Resonanz, ich erfahre mich durch dich. Also das heißt, immer dann, wenn ich auf etwas anticke, sei es ein Musikstück, sei es ein Mensch, sei es eine Situation, dann hat das immer was mit mir zu tun. Was in mir schwingt, auch in dir. Die höchste Form von Resonanz nennt man übrigens Liebe. Das hat mir ungemein weitergeholfen, auch wenn ich im Seminar auf Leute angetippt bin oder wenn ich mich über etwas geärgert habe. Was in mir schwingt, auch in dir. Inwiefern bin ich in Resonanz mit diesen Menschen, mit dieser Situation, aber auch mit diesem Musikstück? Ja, und als letztes, Gedanken sind Energie. Es gibt keine Zufälle, es fallen uns Dinge zu, die fällig sind. Und dieses Gedanken sind frei, aber Gedanken sind Energie. Hüte dich vor deinen Gedanken. Es gibt so viele Sprichwörter dazu und gute Empfehlungen. Ich kann dir dazu rufen, die Qualität deiner Gedanken bestimmt auch dein Leben. Und Bücher lesen, das kann ich ja auch immer wieder nur mal zurufen. Jedes Buch hat mich ein Stück weitergebracht. Manchmal war es nur ein Satz oder eine Seite. Ja, und auch der Satz macht dir zur Gewohnheit, was dich gesund, glücklich und erfolgreich macht. Das sorgt dafür, dass du weniger Energie verbrauchst. Es ist eben nicht lebenslange Disziplin, sondern es ist nur die Disziplin, bis es zur Gewohnheit geworden ist, wie das Zähneputzen. Und damit möchte ich diesen Podcast auch abschließen. Mach dir zur Gewohnheit, was dich gesund, glücklich und erfolgreich macht. Und all die Dinge, die ich dir eben erzählt habe, die meine Lessons learned sind aus 60 Jahren, werden dir hoffentlich dabei weiterhelfen. Es sind vielleicht nicht alle, aber mach dir über eine oder andere Sache mal Gedanken. Hör diesen Podcast nochmal, schreib dir ein paar Sachen auf. Und die erste Person, die auf diesen Podcast mir per E-Mail antwortet, auf erfolg@martinwitschier.de, und im Betreff schreibt, kostenloses Coaching. Für den werde ich 3 Stunden kostenloses Coaching verschenken anlässlich meines Geburtstags. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Leben und ich werde weiterhin jeden Mittwoch einen neuen Podcast veröffentlichen. Weil bei mir geht's jetzt erst los. Das war die nächste interessante Folge des Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Finde heraus, was dich glücklich, gesund und erfolgreich macht und setze es in die Tat um. Wenn dir meine Inhalte gefallen haben, dann gib deine 5-Sterne-Bewertung ab. Lass mich aber auch wissen, zu welchen Themen ich weiterhin sprechen soll und schicke mir deswegen eine E-Mail an erfolg@martinwitschier.de. Und jetzt bitte setze mindestens eine Sache in die Tat um. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Martin Witschier.